Liebe Freunde, willkommen zurück zu Splatoon 2 in der Global Testfire. Wir befinden uns im Korallenviertel und sind mit einigen hippen Leuten am Start in einem sehr neuen Raum. Ich bin mit dem Kleckser wieder mal unterwegs, weil ich einfach wieder drauf Bock hatte. Ich habe wirklich sehr oft mit dem Klecks-Roller gespielt. Jetzt wird es auch wieder mal Zeit für den Kleckser. Und auch wenn ich, wie gesagt, nicht so der Killer-Typ bin, mit der Waffe einfärben. Da stehe ich richtig drauf. So, deswegen haben wir da auch schon ein paar Spots, die wir mit Farbe befüllen werden. Sehr schön. Einige werden bedrängt. Finde ich auch relativ geil. Und dementsprechend kannst du da nicht meckern. Ja, ja. Hallo? Ich habe eigentlich eine Insta-Bombe geworfen, aber okay, dann wird es halt eben nicht gezählt. Das finde ich mal richtig geil, wenn du irgendwas wirfst und es wird nicht gezählt. Das ist mal relativ cool, muss man ganz klar sagen. Oh, wir haben auch ein DC bekommen, ne? Klar. Und natürlich genau in den Raum, wo ich reingehe, bekommen wir dann natürlich direkt ein DC. Ist ja auch ganz klar. Und du kannst auch keinen in Ruhe killen, weil alle nur auf dich gehen, weil ne, DC und so, da gehen die natürlich alle mal auf einen drauf. Also richtig geil auf jeden Fall. Macht immer direkt Bock, wenn man hier so in den Raum reinkommt. Dann hast du direkt einen DC. Von irgendeinem Typ, der eine Müllleitung hat. Danke dafür auf jeden Fall. Richtig geil. Kannst natürlich sehr viel machen. Also das ist halt so das Ding, ne? Auch gerade was DCs anbelangt. Du bist halt so gehandicapt. Es ist nicht normal. Du kriegst direkt auf die Fresse. Wenn einer direkt aus deinem Raum weg ist, hast du schon direkt verloren. Das muss man, wie ich finde, da muss man im Hauptspiel irgendwas ausbessern, dass man da trotzdem noch eine ganz ausgeglichene Chance hat. Jetzt mal ganz im Ernst. Das kann doch nicht sein. Dass nur weil man einer mehr ist, dass man dann direkt irgendwie gewinnt. Das kann mir keiner erzählen. Das muss geändert werden. Ganz im Ernst. Das muss geändert werden. Naja, also du hast hier keine Chance, das ist halt einfach so. Die hängen alle auf einen Fleck, gehen dir alle an den Sack und regen dich übertrieben auf. Du kannst nichts dagegen machen. Müssen wir so wenigstens ein bisschen zusammenbleiben, dass wir zusammen irgendwie noch was machen können. Dann gehe ich lieber mit diesem Jones zusammen. Irgendwie alleine zu starten, weil man muss doch mal irgendwie, auch wenn man ein DC hat, wenn man irgendwie ein Unterzahl oder ein Überzahl spielt, muss man da irgendwie mal entweder gemurft oder gepusht werden, dass man da trotzdem eine ausgeglichene Chance hat, irgendwie, was weiß ich, man hält mehr aus oder man hat mehr Angriff, man hat mehr, keine Ahnung. Weil so macht das ja gar keinen Spaß, so, weißt du, das macht ja keinen Spaß. Weißt du, 3 Minuten deines Lebens verschwendet für nichts, danke für gar nichts. Das muss besser werden. Ja? Das regt ja in Splatoon auch immer so ein bisschen auf, ne? Wenn man in Splatoon irgendwie einen DC hat, wenn du immer derjenige bist, der im Team des DC-jenigen ist, dass du direkt irgendwie geflankt wirst vom Spiel, das ist halt nicht cool, ne? Das muss halt nicht sein, ne? Weißt du Bescheid. Naja, hoffen wir mal. Also das ist aber immer das Gleiche. Ich komme in den Raum rein, direkt ein DC. Bei irgendwem. So, natürlich dann immer meinem Team, ist ja auch ganz klar, ne? Also von der Statistik her muss jetzt eigentlich ein DC im Gegnerteam kommen, weil das ist auch häufig so. Insofern, sobald ich irgendwie in den Raum reinkomme, dass es direkt bei mir ein DC ist, dann ist bei den Gegnern ein DC und ich lache so hart los, wenn es hier so sein soll, dass gleich einer von den Gegnern ein DC bekommt. Das wäre richtig lustig. Ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Tod, aber wer weiß, vielleicht ist er auch nur so gestorben. Ja, ist er. Okay. Ich hätte mich echt gefragt, wie ist denn der gestorben? Wie hat das denn geschafft? Ich meine, da war niemals ein Gegner von uns. Und da wird das schon so durchgereicht. Nein, ich wollte eigentlich einen anderen haben. Was wird da runtergehen? Meine Güte. Ah, hier wird man direkt wieder so ein bisschen belagert. Natürlich gucken, dass man hier ein bisschen
Freiheiten genießt. Dankeschön. Triff doch mal. Wo ist der Typ? Ach, der ist weggeportet. Ja, klar. Ja. Okay. Okay. Ja, genau. Meine Güte. Also, es ist wirklich ein hitziges Battle. Und da bin ich auch wieder sehr herzhaft unterwegs. Das habt ihr ja in den letzten Parts gemerkt. Ich bin hier sehr herzhaft unterwegs. Und, ärgere mich häufig, wenn es gerade nicht mit irgendwas klappt. Manchmal ist das Spiel schuld, manchmal bin ich schuld. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber das ist nun mal meine, ja, das sind meine Launen, die ich auch hier und da mal an den Tag lege. Also, und da treffe ich und es wird nichts, es passiert nichts. Also, das ist immer das Beste, ne? Ich habe ihn mit der Insta mal abgetroffen, ich habe ihn abgeschossen, warum stirbt er nicht? Warum sterbe ich von 3 Schüssen von dem? Also nicht mal einem Shot, so. Das ist halt nicht so geil, ne? Natürlich ist es auch wieder weg. Klar. Immer diese Klecks-Doppler-Typen, ne? Vielleicht bin ich da auch mal so ein Arschloch. Versteckt sich da auch wie so ein Bastard, ne? Dieser Joel ist halt so ein richtiger Spasti, weil versteckt sich da so 10 Jahre in der Tinte. Ich habe schon irgendwie gewusst, dass der da ist. Spätestens als ich, hast du verdient. Den Squid, das hast du verdient, du Arschloch. Weißt du, sich in der Tinte verstecken, direkt vor mir, nicht rauskommen und dann auf den Moment warten, das ist ja wieder so eine richtige Sau. Also die hat uns Quit jetzt aber ordentlich verdient. Na? Hui. Jetzt mal ganz ehrlich. Naja, die Freundes. Was soll ich Ihnen erzählen? Wir haben trotzdem eine Rasierung hervorgeholt, die sich gewaschen hat. Und das freut mich. Nun denn, bla bla, sehr wohl, Ibims, der Tod. Und, ja, wir sind hier auf dieser wunderschönen Insel, auf dem Korallenviertel und genießen das Leben so ein bisschen. Ich hoffe, dieser John ist nicht in meinem Team. Dankeschön. Weil ich will ihn weiter belagern und umbringen, wie er es verdient hat. Weil er mir schon wirklich ein paar Mal haarscharf auf den Sack gegangen ist. Da muss man ganz klar so sagen. Also, der ging mir manchmal wirklich so hart auf die Eier, wie man einem nur wirklich auf die Eier gehen kann. Also, würde er mir noch mehr auf die Eier gehen, würde ich das wörtlich nehmen. Also, das ist ja wohl mal ganz ehrlich. Das kann er wohl nicht verarschen, ja? Dimitri, was machst du denn da? Du kannst doch nicht einfach rumschießen. Ah! Bruders! Das ist John. Nein, das ist diese Turquoise. Ich bin ein Franzose, ich freue mich darauf, dich in, abgeschossen zu haben. Ich hoffe, du genießt das Leben jetzt in den Himmel, du Lauch. Dankeschön. Sehr nette Worte, die du gerade eben gewählt hast. Ich hasse dich auch. Boah, was? Wieso kamen die da hin? War das irgendwie random oder was? Piss dich. Ja, das ist immer dieser Dimitri, ne? Was seid ihr für Arschlöcher? Ach, Drecks, John, Spasti, Ah, ist das ein Spasti. Fühlt sich wieder so ein bisschen wie ein DC an, ne? Weil ich jetzt nicht weiß, ob es einer ist, aber es wird einer. Nein, es ist keiner. Ich habe hier keine Chance mit den Leuten, ne? Das sind halt so richtige, weiß nicht, so richtige Lauchs. Ich hoffe, wir haben die 4 alle anvisiert. Natürlich nicht. Piss dich. Mach dich weg. Verschwinde, Dimitri. Dimitri Wodka! Also.
Du kannst einfach nichts gegen machen. Also ich würde, der Raum ist wieder so nervig, ich würde den am liebsten verlassen, weil es einfach Spastis sind. Ja, das ist wieder so nervige Spastis. Ich würde am liebsten rausgehen. Also der, weißt du, so, ja, ich kann nichts anderes außer dieses behinderte Rumspringen. Ich kann nichts anderes. Aber auch diese Spezialwaffe, man merkt so, die ist einfach so schwach geworden während des Events, weil niemand fällt da mehr drauf rein, niemand. Und da stirbt keiner mehr von. Also Spezialwaffe ist ein bisschen zu, ich sag mal, natürlich war es ein DC. Natürlich, ich meine, ne? Natürlich so, weißt du, warum müssen wir jedes Mal von, warum muss ich jedes Mal von DCs geplagt werden? Ist doch scheiße so. Das macht, ist das geil oder ist das geil? Also ich, das ist halt extrem cool, ne? Wenn ein Team immer DCs bekommt, ist es mein Team, so, weißt du? Alle anderen, weißt du, dieser Drecks-John, Drecks-Spasti, Dimitri Wodka, die bleiben natürlich alle im Raum, ne? Klar. So, ich sag mal das schon vorher ab, es könnte der letzte Kampf sein, weil wir gerade kurz vor 14 Uhr haben. 2 Minuten vor 14 Uhr und nach diesem Kampf hätten wir 14:01. Was halt heißen würde, dass wir würden wahrscheinlich diesen Part oder diesen Kampf noch mitnehmen und dann beenden wir den Part. Es sei denn, der Raum bleibt noch ein bisschen länger offen. Das weiß ich nämlich noch nicht. Das werden wir sehen. Vielleicht darf ich aber noch 3 Runden oder so spielen, sodass ich noch einen weiteren Part irgendwie hinbekommen würde. Das weiß ich am Ende des Tages nicht. Das müssen wir gucken, meine Freunde. Jedenfalls, um mal hier so ein paar Fazits zu ziehen, oder um hier mal ein Fazit zu ziehen. Es war eine coole Sache. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gegen Ende hin wurde ich ein bisschen zu herzhaft, weil halt ein paar Sachen übertrieben genervt haben. So ständig diese DCs in meinen Teams, immer nur DCs und bei den Gegnern halt nicht so. Das muss halt nicht sein. Ständig werde ich von DCs geplagt, so, das ist halt nicht cool. Aber diese Skara ist auch schon länger hier, ne? Kann das sein? Was willst du von mir, du Missgeburt? Verschwinde, ey. Weißt du, gehen alle nur auf mich. Drecks, Fokusser. Haben auch nichts anderes auf dem Kasten, weißt du? Auf einmal nur auf eine Person zu gehen. Das meine ich so. Ich bin heute ein bisschen herzhaft unterwegs, auch schon in den letzten Parts. Wie gesagt, ich bitte das zu entschuldigen, aber es ist halt nur mal. Ich bin halt immer ich. Okay, wo auch immer der jetzt gerade ist. Versteckt sich wahrscheinlich da hinten. Campt sich da tot oder was? Irgendwie so. Wenn ich jetzt mal meine Spezialfähigkeit bekommen darf. Dankeschön. So, jetzt stelle ich mich an einem ganz hohen Spot. Gucke mich um. Okay. Was mir halt nur auffällt, was mir hier so negativ aufgefallen ist, sind die DCs meist, ne? Die DCs, die Wartezeit der Lobby, was halt auch geändert werden muss. Die Einstellungsmöglichkeiten in der Lobby. Ich hoffe, es ist nur dieser Beta-Moment. Das darf halt auch nicht sein. Wie gesagt, es darf halt auch nicht sein. Man darf oder man muss eigentlich in der Lobby mehr Interaktionsmöglichkeiten haben, als nur die Musikrichtung umzustellen, zu pitchen oder weitere Effekte draufzuladen. Ist zwar cool, aber in der Lobby muss mehr her. Man muss Einstellungsmöglichkeiten bekommen, rauszugehen, Waffen zu wechseln, Kleidung vielleicht sogar zu wechseln in der Zeit, in der man wartet. Weil ansonsten ist es übertrieben langweilig und so. Und besonders... Oh Gott. Und besonders, ja, was soll ich Ihnen sagen? Die Waffen sind auch ganz okay. Jede Waffe, die ich getestet habe, hat mir auf irgendeine Art und Weise Spaß gemacht. Am meisten hat mir der Klecksroller Spaß bereitet oder auch der Kleckser. Das wär's dazu. Also, meine Frage an euch, wie hat euch diese Testfeier gefallen?
Würdet ihr euch auch eine weitere wünschen? Schreibt es am besten mal in die Kommentare, denn das gibt den Win der Woche. So, mal gucken, ob wir jetzt rausfliegen. Wir sind ja schon 6 Leute, das heißt, es müssen anscheinend schon... Entweder sind 2 rausgegangen oder sind 2 rausgeflogen. Nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht. Ich frage mich natürlich, wie es bei euch war. Hattet ihr Spaß gehabt? Wart ihr in der Lage zu sagen, hey, komm, das kann man auf jeden Fall wiederholen am Wochenende. Mal ordentlich wieder 6 Stunden spielen, zack. Man muss natürlich bedenken, es ist, ich würde sogar fast sagen, die gleiche Beta-Version wie auch noch im Januar. Das heißt, es hat sich kein Stück weiterentwickelt. Also, was nicht schlecht sein muss, denn wenn man uns eine Beta präsentiert, oder halt, ne, eine Demo, ist ja noch in der relativ frühen Entwicklung und diese frühe Entwicklung erinnert halt mal extrem an Splatoon 1 in der Vollversion. Jedenfalls von der Lobby her, von dem Ganzen her und vom Spielerischen haben wir halt so ein Splatoon Lights, ist halt mit 4 Waffen. Aber in dem Sinne, ich denke mal, ich hoffe mal, dass diese Demo hier wirklich nur eine Frühentwicklungsphase ist und dass das hier nicht in 3 Monaten, in 4 Monaten, wenn das Spiel rauskommt, so aussieht. Dass man keine Möglichkeit bekommt, rauszugehen. Was ich befürchte, aber nicht hoffe, weil ich hoffe mal, dass sich die Entwickler das zu Herzen genommen haben. Ich meine, sie haben bestimmt an die ein oder anderen, auf die ein oder anderen Meinungen gehört seitens der Spieler. Das sind halt nun mal wir. Und wenn wir halt das Verlangen haben, hey, oder wenn wir halt sagen, hey, ich würde in der Lobby gerne mehr Einstellungsmöglichkeiten bekommen, Waffen wechseln, Kleidung wechseln, Rausgehmöglichkeiten, keine Ahnung. Dann bitte, dann sollte man das doch bitte einfügen und nicht irgendwie unter den Tisch kehren und Splatoon 2 genauso aussehen lassen wie Splatoon 1. Das wäre halt schade, das wäre halt geil. So, mal gucken, hier Klecksroller. Vielleicht komme ich ja nochmal irgendwie rein oder so. Wer weiß, wer weiß. Sieht gut aus. Geil! 14.03 Uhr, ich bin immer noch im Raum. Finde ich gut. Und nochmal mit den letzten Momenten nochmal mit dem Klecksroller spielen. Ah, wunderschön. Also, wie gesagt, das Spiel muss in 4 Monaten einfach mal... Es darf nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Von der Lobby her, ne? Die Lobby ist ja auch nur der Anfang. Ich will von der Overworld, von Inkopolis, von Neu-Inkopolis will ich so viel mehr sehen. Ich möchte mehr Möglichkeiten bekommen. Wir wissen ja, dass es auch so neue Institutionen wie Friseure und so geben soll. Würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, dass wir unseren Charakter mehr individualisieren können, weil das war halt in Splatoon 1 ein bisschen Mangelware, ne? Den Charakter individualisieren. Da sah fast jeder gleich aus, gerade auch weil die Skins und so, ne? Man konnte halt nur zwischen Jungen und Mädchen auswählen. Augenfarbe, Hautfarbe, das war's. Es war zwar schon wenig Individualismus, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich würde jetzt vollkommen ausrasten und so. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Das ist halt einfach so, ne? Pff, natürlich. Da muss es halt, wie gesagt, da muss mehr gehen. Aber ansonsten, vom Spielerischen her, man muss auch mal was loben. Die Performance des Raums, der Räume, besser gesagt, ich habe ja schon ein paar Kämpfe gespielt. Nicht viele, weil, wie gesagt, ich habe nur 4 von 6 Spots benutzt, leider. Danke dafür, Schlaf. Danke dafür, Müdigkeit. Hatte leider nur... Dass er davon nicht getroffen wurde, das ist schon ein bisschen traurig. Also der in der Luft war, nicht der, der mit dem Klecksroller da gerade eben rumhantiert hat. Schön in mir reingelaufen, das habe ich fast gedacht. Die Performance der Lobby ist wirklich gut. Bis auf die Disconnects, die halt hier schon damals schon mal oft vorgekommen sind, lief's eigentlich.
sehr flüssig, muss ich sagen. Wirklich, also es war gut. Boah! Weißt du, 360 No-Scope, oder wie nennt man das? Hammerhart. Ich dachte, ich hätte es beide erwischt oder so, aber leider nicht. Jetzt nehme ich am Ende nochmal alle mit, ey. Ich nehme am Ende nochmal alle und alles und jeden mit, ey. Okay. Die Performance war gut. Also ich habe wirklich kaum Lags gesehen. Sehr kaum. Wenn jemand halt Internetprobleme hat, fliegt da raus. Ist halt einfach so. Nur ich hatte sehr wenig Disconnects. Das hat mir sehr gefallen. Was auf der anderen Seite von anhand der Spieler aufgetreten ist. Deren Spielverhalten. Gut, manchmal hast du gesehen, wenn die was eingefärbt haben, kam es ein paar Millisekunden später. Aber ansonsten sehr, sehr schöne Performance. Viel, viel besser als in Splatoon 1. Und das muss man auf jeden Fall erstmal würdigen. Klar. Ja. Ansonsten, ich denke mal, der Raum wird sich jetzt wahrscheinlich schließen. Deswegen nutze ich diesen Moment, um mich von euch zu verabschieden. Ich kann nur wiederholt nochmal zum tausendsten Mal sagen, dass mir das hier gefallen hat. Performance war gut, spielerisch war es gut. Es war eine sehr gute Qualität. Grafisch sieht es nochmal ein Stück besser aus als Splatoon 1. Und das ist jetzt das Ende. Schade. Von den Sounds her, also von der Musik sowieso extrem geil. Und das war's. Das war der letzte Spot. Wir haben bis 14.08 Uhr gespielt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Zum Abschluss nochmal ein Daumen hoch, wäre geil. Eure Meinung in die Kommentare. Wie hat euch die Demo gefallen? Ich denke mal, wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. In Splatoon, Hide and Seek oder sonst wo. In dem Sinne, ja, ich will nicht so lange rumpalavern, aber ich kann mich schwer von euch trennen. Haut rein. Ciao.